Willkommen bei unserem interaktiven Laminierratgeber. Grob gesagt versteht man unter der Lamination das Zusammenpressen und Verkleben von zwei dünnen Folien unter Hitzeeinwirkung. Zwischen diesen Folien kann ein Dokument eingelegt werden und anschließend ist es vor äußeren Einschlüssen perfekt geschützt. Natürlich gehört zu der Lamination allerdings noch viel mehr. Daher haben wir Ihnen nun hier die wichtigsten Begriffe einmal aufgelistet und für eine Erklärung klicken Sie einfach auf den Begriff. Wenn man im Allgemeinen ans Laminieren denkt, so ist in der Regel die sogenannte Heißlamination gemeint. Bei der Heißlamination werden Folientaschen mit einem Klebstoff verwendet, der erst unter Hitzeeinwirkung flüssig und somit klebrig wird. Heißlaminierte Dokumente lassen sich kaum wieder von den Folien trennen und sind sicher versiegelt. Außerdem dient die Heißlamination auch dazu, um große Dokumente, zum Beispiel mit dem großen A2-Format, zu laminieren. Um die für die Heißlamination nötige Hitze zu erreichen, brauchen Sie definitiv ein Laminiergerät. Die Aufheizzeit oder auch Aufwärmphase genannt, gibt an, wie lange das Laminiergerät braucht, um einsatzbereit zu sein. In der Regel sind hierzu nur wenige Minuten nötig. Bei größeren Geräten, zum Beispiel für das A2-Format, kann dieser Wert mit bis zu 10 Minuten allerdings auch mal etwas höher liegen. Bei der sogenannten Kaltlamination wird ganz ohne Hitze laminiert, indem lediglich Druck auf die Folien ausgeübt wird. Hierzu befindet sich in den Folientaschen ein Klebstoff, der bereits bei Raumtemperatur klebt. Der Vorteil der Kaltlamination besteht darin, dass sich die Folien leichter wieder vom Dokument ablösen lassen. Allerdings eignet sich die Kaltlamination eher für Dokumente, die kleiner sind, zum Beispiel das A5-Format, und sie hält natürlich auch nicht so gut wie die Heißlamination. Theoretisch gesehen können Sie ganz ohne Gerät kaltlaminieren, indem Sie lediglich den Druck Ihrer Hände nutzen. Allerdings empfiehlt es sich trotzdem, ein Laminiergerät zu verwenden, was auch kalt laminieren kann, da hier einfach mehr Druck entsteht und Sie Ihre Hände gar nicht nutzen müssen. Viele hochwertige Laminiergeräte verfügen über die sogenannte Rücklauffunktion. Dank dieser Funktion werden falsch eingelegte Folien nicht laminiert, sondern automatisch wieder zurückgeschoben. So können Sie nachjustieren und verbrauchen nicht unnötigerweise Laminierfolien. Die Laminiergeschwindigkeit gibt an, wie viel Zentimeter theoretisch gesehen das Laminiergerät pro Minute laminieren kann. Für berufliche Nutzer, die viel und schnell laminieren müssen, empfiehlt sich hier ein hoher Wert ab 65 cm pro Minute. Privatnutzer, die nur gelegentlich laminieren, können auch beruhigt zu einem niedrigeren Wert greifen. Laminiergeräte erzeugen eine große Hitze von über 100 Grad Celsius und verbrauchen hierzu Strom. Eine Abschaltautomatik schaltet das Gerät nach einer bestimmten Zeit der Nichtbenutzung automatisch ab. Somit wird es nicht zu heiß und auch Ihre Stromrechnung wird es Ihnen danken.